Altlüsheim. Schwerer Unfall auf der B39. Polizeihundestaffel angefordert. Eine Personensuchaktion löste in der Nacht ein schwerer Unfall auf der B39 bei Altlüsheim aus. Eine 24-jährige Frau kam kurz nach 3 Uhr mit ihrem Fiat Punto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Feld. Wir wurden heute Morgen gerufen zu einem schweren Verkehrsunfall hier auf der K4252 B39 Richtung Speyer. Alarmmeldung war VU mit eingeklemmter Person. Wir wurden sehr schnell alarmiert und waren auch dann sehr schnell vor Ort und haben die Lage so vorgefunden, dass sich ein PKW überschlagen in das angrenzende Kornfeld reingefahren war und eine verletzte Person von uns in Sicherheit gebracht werden konnte. Die junge Frau wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Zunächst wurde vermutet, dass sich im Fahrzeug noch weitere Personen befunden haben und bei dem Überschlag aus dem Fahrzeug geschleudert wurden. Der Verdacht lag nahe, dass eventuell eine zweite Person im Umfeld des Verkehrsunfalls war und somit die Hundestaffel der Polizeistaffel Walldorf hier vor Ort war. Und hier haben wir gemeinsam noch mit nachrückenden Kräften die Unfallstelle ausgeleuchtet, um eine zweite Person zu suchen. Dieses war aber negativ. Man ist ganz sicher, dass hier keine Person in diesem Unfall mitbeteiligt war, aufgrund der weiteren Spurenlage und auch der Erkenntnis, dass es waren zwei Hunde im Einsatz, hier keine Person im unmittelbaren Verkehrsunfallfeld gesehen oder erspürt hat. Auch wir sind mit der Feuerwehr das Feld durchgelaufen mit einer Viererkette und konnten keine weiteren Personen zu diesem Unfallgeschehen kenntlich machen. Die B39 war mehr als 2 Stunden voll gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf ca. 10.000 Euro geschätzt.